zu uns hier am Fondprofessionell-Kongress ist gekommen Dr. Jens Erhardt, Gründer und Vorstandsvorsitzender der DJE Capital AG. Herr Dr. Erhardt, schön, dass Sie bei uns sind. Vielen Dank. In Ihrem Vortrag haben Sie die Stichworte agil und flexibel reagieren als Stichwort genannt. Was steckt dahinter? Was muss man sich darunter vorstellen? Ja, wir hatten ja bisher eine Börsenphase, wo man eigentlich ganz getrost so ein bisschen fast die Cossolani-Schlaftablettenmethode nehmen konnte, dass man ein paar gute Aktien oder Fonds zusammenkauft und die dann einfach liegen lässt und dann profitiert von der besten Anlageklasse, den Aktien eben. Aber jetzt im Moment sind Aktien wahrscheinlich immer noch relativ besser, aber eben auch leider nur relativ. Man muss, glaube ich, doch ein bisschen mehr flexibler jetzt werden und auch Timing in die Sache reinbringen, mal die Barquoten dann etwas erhöhen, auch in den Fonds und etwas vorsichtiger werden, um dann wieder auch später Gas geben zu können. Also ich fürchte fast, wir sind in einem Abwärtstrend und da ist die ganze Situation anders einzuschätzen, als wir eigentlich seit 2000 oder 2009 gesehen haben, wo die Notenbanken ständig Liquidität reingegeben haben, der Aufwärtstrend da war. Und jetzt ist eher das Gegenteil, dass die Notenbanken das Geld rausnehmen und einen gewissen Abwärtstrend haben. Aber auch in dem Abwärtstrend gibt es durchaus mal kräftige Erholungen. Abgesehen von einer derzeit kaum einzuschätzenden geopolitischen Entwicklung spielt die Inflation im Moment, ist die Inflation eigentlich das wesentliche Stichwort. Hans-Werner Sinn geht sogar von demnächst 13% aus. Würden Sie das teilen, seine Einschätzung? Ja, ich kenne den Professor Sinn und schätze ihn auch sehr, aber hier, glaube ich, schießt er doch ein bisschen übers Ziel hinaus. Würde mich eigentlich wundern, wenn wir da wesentlich über 9% oder vielleicht auch an die 10 rankommen. Das würde mich wundern, wenn wir da wesentlich höher gehen. Ist in Europa ja sehr stark getrieben durch die Ölkomponente. Also wenn nicht gerade der Ölpreis jetzt nochmal nach oben explodiert, ist das, glaube ich, zu pessimistisch. Im Gegenteil, das Öl braucht ja nur eine Zeit lang mal seitwärts zu gehen, dann über den Basiseffekt spätestens einem Jahr hat man dann eben hier null Inflation, auch wenn das absolute Niveau vom Ölpreis noch sehr hoch ist. Also hier würde ich sehen, dass der Ölpreis selber schwer vorauszusehen ist wegen der geopolitischen Lage. Aber ich denke, dass wir hier doch einen relativ hohen Ölpreis behalten werden. Also Entlastung werden wir hier wahrscheinlich nicht so schnell sehen, aber auch nicht eine neue Belastung für die Inflationsrate. Deswegen bin ich also hier nicht so negativ. Ist nicht die klassische Situation einer völlig überhitzten Konjunktur, die Inflation treibt, sondern es ist eigentlich diese Ölpreisgeschichte, die auch sehr stark kriegsbedingt ist einerseits und andererseits eben auch Covid durch die Angebotsengpässe. Und da sollte sich eigentlich etwas bessern bei den Angebotsengpässen. Ich weiß, dass Sie ein regelmäßiger Beobachter des Fear and Greed Index sind, der so ein bisschen Angst und Gier in der Anlegerschaft anzeigt, sich im Moment auf einem extrem niedrigen Niveau befindet, das wir lange Zeit so nicht gesehen haben. Auf der anderen Seite spricht das für eine extreme Verunsicherung der Investoren. Andererseits wiederum kann man es auch als Kaufsignal im Endeffekt deuten. Wie sehen Sie es? Völlig richtig. Also ich halte einiges von diesen markttechnischen Indikatoren. Also ich weiß noch, ich das glaube ich in Deutschland eingeführt habe, diese Stimmungsindikatoren mit zu beachten. Und da haben viele das so als Kaffeesatz betrachtet und gedacht, naja, die Gewinne spielen eine Rolle und vielleicht noch die Notenbank. Aber was sozusagen die Anleger gerade glauben oder die Barreserven der Fonds und all diese Stimmungsindikatoren, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist alles Blödsinn, wenn man sich darum kümmert. Aber da bin ich eigentlich nicht der Meinung. Also ist schon so, dass der kurzfristige Trend manchmal wirklich beeinflusst wird von der Markttechnik. Und hier haben wir im Moment wirklich geradezu überschäumenden Pessimismus. Auch die Barreserven der Fonds liegen also auf einem zwar nicht Allzeithoch, aber so ein 20-Jahres-Hoch. Also das sind eigentlich alles Faktoren, wo man sagen kann, dass schon auch kaufbereites Kapital eigentlich auch da ist und durchaus markttechnische Erholungspotenziale da sind. Aber dazu bräuchten wir auch so ein bisschen eine charttechnische Bodenbildung und die haben wir noch nicht so ganz. Also es kann unter Umständen auch mit der markttechnischen Erholung noch ein bisschen dauern. Aber gerade was die Saisonalität anbelangt, ist der Juli meistens doch ein ganz guter Börsenmonat. Sie haben auch in Ihrem Vortrag auf den Vergleich mit den 70er Jahren hingewiesen. Passt der wirklich in der aktuellen Situation?
Also es war schon eine andere Zeit damals. Also es gab eine Volkswirtschaft, die wesentlich inflexibler war. Also wir hatten zum Beispiel relativ starke Gewerkschaften, die nach der Lohnpreisspirale sich an der Inflation orientiert haben. Und dann kam jedes Jahr eine zweiständige Lohnzuwachsrate dazu. Und dann hat das wiederum die Inflation getrieben. Also das war ein Kreislauf, den ich jetzt also nicht so sehe. Auch die Globalisierung spielte damals also überhaupt keine Rolle. Gab es also keine billigen China-Importe. Jetzt sprechen alle von Deglobalisierung. Ich sehe das auch so als Trend, dass die Deglobalisierung zurückgeht. Aber trotzdem haben wir immer noch sehr viele Importe aus den Billigländern und dass das schon eine gewisse Entlastung für die Inflationsrate bringt, sehe ich schon. Also wir haben da wesentlich mehr Wettbewerb zwischen den Anbietern und das wirft eigentlich Inflationsraten wie in den 70er Jahren, wo es ja dauerhaft war, auf die Dauer verhindern. Also ich glaube, es ist eher durch diese Spezialfaktoren Covid und Krieg getriebenen oder Energiepreis getriebenen Inflationsfaktoren mehr eine einmalige Sache ist, die nicht mit den 70er Jahren vergleichbar ist, wo es ja 10 Jahre ein Problem war. Aber auch in den 70er Jahren gab es durchaus auch Kurschancen. Also da ging es mal 1973, 74 stark runter. Aber 1975, weiß ich noch, war eines der besten Börsenjahre meiner ersten Jahre an der Börse. Also auch in den 70er Jahren konnte man was verdienen. Andererseits, die Geldpolitik hat ja im Moment kaum Möglichkeiten, sage ich mal, die Entwicklung der Teuerungsraten irgendwie zu beeinflussen. So einfach wie in den letzten 10 oder 12 Jahren wird es sicher nicht weitergehen können. Ja, völlig richtig. Die Frau Lagarde hat ja auch kürzlich geantwortet auf die Frage hin, glauben Sie, dass die Inflationsrate runterkommt, wenn wir jetzt die Zinsen anheben? Hat sie gesagt, glaube ich nicht. Also da haben viele gestaunt und gedacht, na, das geht doch eigentlich nicht so. Die Inflation muss doch von der Notenbank in den Griff zu kriegen sein. Aber da bin ich auch ganz ihrer Meinung, dass diesmal eben die Ölpreise nicht gesenkt werden können durch die Notenbankpolitik und auch die Covid-Bottlenecks, die Angebotsverminderungen, die es durch Covid gegeben hat, die werden auch nicht durch die Notenbankpolitik beeinflusst. Man kann natürlich die Notenbank kann die Konjunktur so zusammenbremsen, dass die ganze Nachfrage im Zuge einer Rezession in sich zusammenbricht und das führt dann auch zu niedrigeren Teuerungsraten. Aber das verbietet sich eigentlich politisch nach meiner Meinung, dass man hier zu stark auf die Bremse drückt. Das gilt für Amerika, es gilt aber auch für Europa umso mehr fast. Noch ein Wort zum FMM-Fonds, der feiert sein 35-jähriges Jubiläum in diesem Jahr und war der erste unabhängige Vermögensverwalterfonds, der damals aufgelegt wurde. Das Konzept, was ja auf den Begriffen fundamental, markttechnisch und monetär basiert, scheint geradezu heute immer noch genauso richtig zu sein wie damals. Ja, ist richtig. Also als ich meine Doktorarbeit in den 70er Jahren schrieb, da hatte ich eigentlich den aus meiner Sicht wichtigsten Börseneinflussfaktor als den monetären Faktor herausgestellt, die Politik der Notenbanken. Das stieß damals weitgehend auf taube Ohren. Also alle wissenschaftlichen Publikationen, die vorher damals erschienen waren, die waren eigentlich nur davon ausgegangen, sozusagen fundamentale Faktoren zu sehen. Zum Beispiel die Gewinnentwicklung der Unternehmen und die Volkswirtschaft und Wechselkurse und solche Dinge. Aber dass die Notenbankpolitik mit mehr Geldmengenexpansion oder mehr Liquidität oder weniger, dass das eine Rolle gespielt hätte, war damals also völlig unbekannt geradezu. Also ich war, glaube ich, der Erste, der das wirklich zu Papier gebracht hat. Und das war ein gewisser Vorteil für den Fonds, weil auch gerade in der ersten Phase 1987, als der Fonds aufgelegt wurde, da die Notenbank eben sehr stark gebremst hatte vorher in Amerika und die Zinsen waren da bis auf 10% hochgerauscht in Deutschland. Also in Amerika umso mehr in kurzer Zeit und da kam dann eben auch dieser scharfe Börseneinbruch im Herbst 1987 und den habe ich eigentlich voll vermieden damals mit der FMM-Methode, weil ich mir gesagt habe, wenn die Notenbanken so auf die Bremse treten, also der Geldmengenzuwachs ging dort von Januar auf September von 18% auf 3% zurück, also das war also wirklich eine so starke abrupte Bremsung, die es vorher noch nie gegeben hatte und da war ich dann in Cash oder hatte sogar noch à la Belle spekuliert und das war natürlich schön, dass der Fonds gleich im ersten Jahr dann einen Gewinn machte, während andere da 25% Verlust hatten. Das war also ein gutes Handicap von vornherein. Wenn man sich die Struktur des Fonds anschaut, dann sieht man 2/3 Aktien, ungefähr 20% Renten, die eher eine untergeordnete Rolle nach wie vor spielen. Was auffällt, ist schon eine Liquiditätsquote von 17%. Zeigt das so ein bisschen an, dass Sie sozusagen auf den Einstieg geradezu warten?
Ja, es ist eher ein Spiegelbild der Vorsicht, der Anlegervorsicht, dass ich mir sage, im Moment gibt es nicht so viel, dass man besser nicht so viel kauft und erstmal noch ein bisschen das Pulver trocken hält. Aber natürlich, sobald sich die Situation bessert, kaufe ich hier auch ganz schnell wieder. Denn ich meine, jetzt hat der Fonds einen gewissen Vorsprung vor den Benchmarks und auch vor der Konkurrenz, dadurch, dass er eben fast nichts verloren hat in diesem Jahr und auch langfristig eben in 35 Jahren jedes Jahr 8% plus gemacht hat. Aber das Plus kriege ich natürlich auch nur wieder, wenn ich irgendwie das Bargeld wieder gut einsetze. Also da stehe ich schon bereit, das auch wieder was zu kaufen. Aber im Moment tue ich mir noch richtig schwer, da was zu finden. Ich meine, Warren Buffett hat ja dieses Jahr auch im Frühjahr kräftig gekauft und liegt damit jetzt zum Teil ziemlich schief. Also man muss mit dem auch vorsichtig sein mit den Käufen, nicht? Wobei der Buffett auch sich schwer tut, nicht? 44% seines Vermögens in Apple-Aktien alleine anzulegen, war eine gute Idee in der Vergangenheit, aber dieses Jahr sind die ja auch 20-30% gefallen, nicht? Also Bargeld war gar nicht so dumm. Absolut. Vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren zum Interview. Hat mich sehr gefreut. Danke, Dr. Erhardt.